Als erstes, geh immer davon aus, kein Fairness, kein Respekt vor dem Aggressor, keine Sportlichkeit. Du bereit bist und nicht da als Opfer stehst, ja? Es gibt immer irgendwelche Gründe, die sich diese Vollpfosten aussuchen. Hallo Leute, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek. Ich bin wieder auf diese schöne sonnige Terrasse, noch in Cannes. Heute würde ich zu euch gerne sprechen oder mit so einem sehr, meiner Meinung nach, sehr interessanten Video zu kommen. Und ich hoffe, dass euch auch dieses Video gefällt, dass das den einigen ein bisschen was zum Denken gibt. Und weil ich finde, es sind sehr interessante Fakten da, die jede wissen sollte. Das heißt, in diesem Sinne, Leute, viel Spaß. So, gleich am Anfang, Leute, würde ich euch gerne sagen, dass ich Gewalt verabscheue und auch diese Personen, die gewaltbereit sind, für die habe ich einfach null übrig. Ja? Ich bin ein Familienmensch, der schon seit Jahren um die Welt reist. Ich habe 4 Kinder. Meistens bin ich immer auf Orten, so wie hier, wo es ruhig zugeht, keine oder beziehungsweise mir keine bekannte Gewalt hatten oder sonst irgendetwas. Das heißt, ich erlebe gerne ruhig, beziehungsweise in Ruhe gelassen und konzentriere mich auf die Dinge, die für mich wichtig sind. Ja? Ich bin aber auch wieder ein Mensch, der nicht die Augen schließt, wenn er eine andere Hilfe braucht. So wie zum Beispiel, ich muss aber sagen, dass in den letzten Jahren habe ich nur eine Auseinandersetzung gehabt und das war vor 2 Jahren in Nisch, im Zentrum. Darüber habe ich auch schon ein Video gemacht, wo ich diesen alten Mann geholfen habe, der von einem riesengroßen Typen, zu einem Schlägertypen, niedergeschlagen worden ist. Und ich bin da auf der Terrasse gesessen und ich habe einfach nicht zuschauen können. Deshalb habe ich geholfen. Ja, aber sonst ist das einfach nicht meins. Und ich gebe lieber meine Energie in den Kampfsport oder Kampfkunstbereich oder in meine Kinder oder auf meine Visionen konzentriere mich lieber aus, mit irgendwelchen Vollpfosten herumzustreiten. Extreme Situationen, Terrorattacken oder Abwehr von Gewalttaten und so weiter sind leider auf der Tagesordnung. Auch wenn sich das manche Weltenretter da draußen schönreden wollen oder versuchen schön zu reden und glauben, alle halten sich nur die Händchen und leben in einem Ponyhof, die Wahrheit schaut leider anders aus. In Notsituationen werden manche Menschen nicht zögern, dich anzugreifen, gar töten, wenn sie glauben, dass bei dir etwas zu holen wäre, was die gerne hätten. Insofern gehört die Fähigkeit, sich zu verteidigen oder im Falle eines Falles richtig zu agieren, richtig zu kämpfen, einfach dazu. Das heißt, du musst vor allem mental vorbereitet sein und das ist komplett egal, ob in deinem Alltag, ob in kompletten Chaos oder sonst in irgendeinen Ausnahmezustand. Das heißt, du musst richtig trainieren, so zu trainieren, dass du auf alle möglichen Arten von Angriffen vorbereitet bist. Das ist sehr wichtig. So Leute, jetzt versuche ich euch noch ein paar sehr gute und wichtige Tipps geben, was du tun solltest im Falle eines Falles. Als allererstes, geh davon aus, dass der Aggressor, dass diese Person bewaffnet ist, ja? Und er hat auch kein Problem, im Falle eines Falles diese Waffe gegen dich zu benutzen oder anzuwenden. Zweitens, trainiere hart, schmutzig und skrupellos, ja? Weil gerade diese Menschen haben keine Hemmungen, machen sich keine Gedanken über Verhältnismäßigkeit oder sonst ähnliche Sachen. Denen ist das komplett egal. Drittens, kein Fairness, kein Respekt vor dem Aggressor, keine Sportlichkeit. Trainiere dermaßen so hart, skrupellos und explosiv, dass du den Gegner innerhalb von kurzer Zeit ausschalten kannst und du heil nach Hause kommst zu deiner Familie. So Leute, ganz zum Schluss, ich muss euch sagen, ich bin einfach ein Typ, der gerne Kampfkunst, Kampfsport und alles, was damit zu tun hat, trainiert. Aber ich bin ein Typ, der gerne seine Ruhe hat. Deshalb suche ich immer solche Plätze aus, um in Ruhe gelassen zu werden. Ja? Von mir aus ist noch nie eine Auseinandersetzung angefangen oder ausgegangen. Ja, ich bin
entweder dazwischen gekommen, weil diese Kontrahenten haben es gestritten, oder habe ich anderen geholfen, weil ich da einfach nicht meine Augen schließen kann. Ja? Ich trainiere auch nicht meine Kinder, auch mit Stöcken, mit Messern und so weiter, damit sie andere Kinder in der Schule verprügeln. Warum? Weil sie nicht einmal in die Schule gehen. Ja? Die haben einen Privatlehrer. Aber denen macht das einfach Spaß. Mir macht das Spaß. Und ich will, dass meine Kinder wissen, auch wenn sie älter sind, größer sind, die können sich verteidigen. Die können ihre Freundin oder ihre Frau, ihre Kinder verteidigen. Genauso wie ich es mit denen mache, will ich, dass sie es später mit ihren Kindern tun oder machen. Ja, das ist mir sehr wichtig. Da geht es jetzt nicht darum, sich irgendwelche Dinge eineignen und andere Unschuldige auf der Straße zu attackieren. Nein, aber du trainierst automatisch dein Mindset, deine Psyche. Ja, und das hier spielt sich alles ab. Und ich will einfach, dass im Falle eines Falles du bereit bist und nicht da als Opfer stehst. Ja, es muss nicht sein. Ja, aber es kann auch zu irgendein Chaos ausbrechen, irgendwelche Ausstände oder es kann irgendein Vollidiot auf der Straße auf dich absehen oder auf deine Freundin, dem passt dein Gesicht nicht, dem passt deine Jacke nicht, dem passt deine Freundin nicht, dem passt deine Religion nicht. Es gibt immer irgendwelche Gründe, die sich diese Vollpfosten aussuchen, nur um zu stänken, nur um dich anzugreifen oder nur um das zu haben, was du hast, weil er das gerne hätte. Versteht sie das, Leute? Ja? Das heißt, das können sie manche reden, wie sie, schön reden, wie sie es wollen, aber es ist einfach die Realität und deshalb ist mir das sehr, sehr wichtig und da sind wir auch selbe Meinung mit meinem Freund Ahmed von Fight Mentality, ja, das ist einfach wichtig, dass du was machst und wenn es soweit ist, kannst du dich explosiv und wirklich ohne Skrupel, ohne Respekt zu verteidigen. Selbstverständlich als allererstes muss es immer da sein und zwar, dass du jede Auseinandersetzung aus dem Weg gehst, wenn es möglich ist. Wenn es nicht mehr möglich ist, musst du dementsprechend reagieren. Das ist ganz normal und das weiß auch jeder ganz normale Kämpfer, Fighter, Kampfsportler, Kampfkünstler, komplett egal. Jeder weiß, dass das auf allererster Stelle ist und man sollte das immer umgehen. Aber es geht nicht immer. Und das ist mir sehr wichtig und das versuche ich auch immer in diesem Privatcoaching, mit den Seminaren, mit meinen Online-Kursen, immer diese Sachen zu zeigen, was auch sehr wichtig ist, diese ganze Waffenausbildung, weil ich davon ausgehe, dass heutzutage sehr viele Menschen Waffen, und damit will ich auch sagen, Messer bei sich tragen, ja, und die haben auch keine Probleme, diese Messer gegen dich einzusetzen. Ja, deshalb ist mir das wichtig, es auch zu erwähnen, dass das die Leute einfach checken. Noch einmal kurz, nicht das Messer ist schuld oder diese Waffe, sondern derjenige, der das in der Hand hat. Ja, das wollte ich euch nochmal zum Schluss sagen. Und ja, was ihr damit dann macht, wie ihr das dann weiter tust, trainierst und so weiter, das ist dir oder euch überlassen. Ich gebe euch immer ein bisschen was von mir. Ich versuche euch immer klar zu machen, wie es auch anders sein könnte. Hoffentlich ist das immer so, wie du es gerne hättest oder ich. Das ist wichtig, so zu leben, von niemandem angegriffen zu werden. Ich habe heute schon zweimal trainiert mit meinen Kindern hier auf der Terrasse. Ich habe alleine schon trainiert, gleich hin dafür, das ist immer meine Routine. Das ist das, was ich will. Aber leider nicht alle denken so. Und in diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Genieß noch und man sieht sich wieder in den nächsten Video. Ciao, ciao.